Geht nicht. Oh, jetzt geht's. Oh, endlich sind wir wieder da, wo wir eben waren. Das ging ja jetzt. Jetzt muss ich nochmal schnell die Sachen hier einsammeln. Warte mal, es waren drei. Da ist noch was. Dann hatten wir hier zwei Sachen drin. Im Schrank war nichts, ne? So, dann... Da, da und da. So, das war alles und hier ist er jetzt abgeschmiert. Tür klemmt immer noch. Das ist das ganze Spiel. Du spielst immer nur jeden Morgen. Okay. Sieht schon etwas schräger aus. Ihr scheint es nicht mehr zu gut zu gehen, der Alten. Oh. Wir haben die Half-Life-Waffe. Guten Morgen. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ja, ihr geht's nicht mehr so gut. Glaube ich. Man könnte auch sagen, sie ist tot. Ach. Ich glaube schon eine Weile, wie sie aussieht. Aber sag mal, ich bin nicht bescheuert? Das sieht so anders aus. Hier ist... Mhm. Hallo? Na, vielleicht kommen wir jetzt aufs Dach. What the fuck? Ich habe ein Loch in die Realität geschlagen. Wuh, was für eine Waffe. Hallo. Cool, da ist sogar eine Kamera. Cross. Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Ach ja, Quicksafen. Da braucht man Hebekraft 2 für den Notfallwagen. Stirbtasse, nicht, dass mir dasselbe passiert. 0 bis 37 schläft. Wacht auf, stellt Alarm ab, schaut auf die Transcribe. Am Computer verschiedene Aufnahmen, Dusch, legt Uniform an, verlässt Apartment. 22. Februar. Ist nicht der 5. März. Aber ist das jetzt ein Beobachtungslabor, in dem ich mich befinde, dann? Na, wonach sieht's denn aus? Also... Okay. Ich meine ehrlich, ja. Ich bin echt ein Versuchsobjekt. Nimm das, Tasse. Oh. Können wir was machen? E-Mails. Tägliche Tests. Wenn Sie schon, jedenfalls erfahren wir jetzt ja, was ein bisschen über uns los ist. Wenn Sie schon mit unserem Wenn Sie schon mit unserer Hauptproduktlinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidung fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine direkte Bitte, sowohl von Alex als auch von Morgan. Okay. Ein Kommentar zu heute Morgen. Heute Morgen von morgen. An alle Mitarbeiter, ich weiß, dass der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Miss Elazar und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um Ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Okay, anscheinend geht's dem echt, ist der echt auch angegriffen worden. Und anscheinend habe ich auch bereitwillig zu diesem Experiment zugestimmt, so wie sich das gerade angehört hat. Wenn ich selbst um eine Verlängerung gebeten habe... Ah, die Mucke ist aber ein bisschen verstörend, ne? Es gibt auch Tests, die man freiwillig macht.
Hier, da ist so ein Tentakel-Ding. Und ich habe mir ja sagen lassen, die können überall sein. Auch Kaffeetassen. Auch Kaffeetassen. Du dir so sagen. Marco Simmons, geht nicht. Hacken, aber Hacker 1 erforderlich. Ich kann nicht hacken. Ach, iCop. iCop 0876. Gucken wir doch mal, was Marco Simmons so geschrieben hat. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Abschnitt unserer Firmenpolitik erinnern. 2.7, Passwortsicherheit. Upsala. Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. Ja gut, dass er das dann... genau, kleben Sie nur an den Bildschirm. Dass er das an den Bildschirm geklebt hat. An alle Mitarbeiter, ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns, da haben wir schon gelesen. Simmons, die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Alex, also irgendwelche Neuromods wurden in mir installiert. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für welche sind und was die bewirken sollen. Wir haben hier ein Safe. Also sie scheinen ja nicht das zu bewirken, was sie bewirken sollen. Sonst wäre nicht so viel Meckerei darüber da. Haben wir den Code? Steht der irgendwo hier drin? Ups, hello. Aber doch bitte nicht hier unten. Nee, ne? Nee. Notiz. Kompletter Bestand fehlerhaft. Ja, wo finden wir denn die... Kann dir nochmal einen Tipp geben? Ja. Hinter dir. Hinter mir. Du solltest jetzt aber bedenken, dass das Stream eine Zeitverzögerung hat. Ach, toll. The safe code is... Wer soll das denn bitte lesen? Hallo? Ja, wahrscheinlich kann ich das, habe ich jetzt gleich irgendwie so eine andere Vision oder sowas, wer weiß. Die Industrierohrzange Hephaestus, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der Transtar-Einrichtung. Eignet sich für die freimütige Anwendung perkussiver Wartung und mechanischer Auseinandersetzung. Auch so. Okay, dann gehe ich erstmal in die andere Richtung, weil da sagt er mir nämlich Warning. Ach ja, hier. Unser regelmäßiger Quicksave. Den darf ich einfach nicht vergessen. Ja, auch so ein... So ein Ding. Bei was die mich alles beobachtet haben, will ich gar nicht wissen. Und hier scheint es auch... Man kann ihn auch mitnehmen. Warum auch immer. Du kannst ihn ja auch werfen. Du könntest jetzt den auf Gegner werfen. Oh, okay, Wahnsinn. Und je schwerer, desto mehr Schaden macht das Ding. Hier ist auch nochmal so ein Warning. Oh. Alter Verwalter. Ah ja, um den Mimic-Tumor mitzunehmen, brauche ich Nekropsy. Das klingt gut. Ein bisschen mit Leichen spielen, yay! Naja, flattern macht man das ja. Natürlich, macht jeder so. Auf jeden Fall. Natürlich, jeden Tag. Mit wachsender Begeisterung. So, das ist die andere Tür. Ich weiß, jetzt habe ich zwei Wege, oder? Ich weiß es nicht. Nee, hast du nicht. Ach, Schiedendreck. Nee, dann will ich jetzt erst zu dem anderen. Weil da ist derselbe Weg. Echt? Hier ist auch noch so eine Treppe, aber da komme ich auch nicht hin, ne? Ich meine, du läufst dahin viermal um eine rechte Ecke.
1000 Zugänge. So, Helikopterfahrstuhl. Ich glaube, der Fahrstuhl funktioniert nicht, ne? Ah, ich könnte zum Dach fahren. Aber dazu müsste ich dann vielleicht erst den Helikopter mal hochfahren. Macht mehr Sinn, wenn man abhauen will, oder? Fällt dir an dem Helikopter nichts auf? Nein. Der hat so eine Hebebühne. Das ist ein 3D-Simulator. Ach so. Oh. Du kannst ihn nirgendwo hoch und runter fahren. Das ist ja doof. Na egal, guck mal hier. Wir können zwar noch zum Dach, aber... Ah, cool. Üble Geräusche. Der sieht funktionabel auch aus. Ein Medkit. Drücke T, um mehr zu... Okay, Schnellauswahl. Mit der Schnellauswahl kannst du schnell zwischen Waffen und Kräften wechseln. Weise der Schnellauswahl Waffen und Kräfte aus deinem Inventar oder dem Favoritenrad hinzu, indem du sie anwählst und anschließend auf eine Nummerntaste drückst. Okay. Wie ging das dann nochmal? Ah, die kann ich dann mit 1 belegen. Aber das Medkit nicht, oder wie? Wäre im Übrigen ganz praktisch, wenn du deine Webcam nach rechts verschiebst. Da ist, glaube ich, nichts. Wie nach rechts verschiebst? Na, jetzt ist sie auf der linken Seite. Ich verstehe, was du meinst. Warte. So, wegen meiner Lebensanzeige. Okay, jetzt bin ich da oder da. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Da müsste es frei sein. Simulationsszenenwechsel wird durchgeführt. Ah. Ein Bluescreen. Immer gern gesehen. An alle Mitarbeiter haben wir schon gelesen. 2 Programme. Szenenauswahl. Dacheingang. Ups. Setz die Testräume auf die aktuelle Konfiguration zurück. A, B und C. Hier ist ein Kartenspiel. Ich hätte vielleicht gerne so ein bisschen mehr Licht. Das wäre cool. In die Testing Rooms kann ich aber nicht wieder zurück. Okay. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Hm. Okay. Echt, ein bisschen mehr Licht wäre super. Ein Wissenschaftsoperator und Ersatzteile, da brauche ich Zerlegen für. Und das war kein Mimik. Ups. Morgens Verhalten. Nach morgens Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschung mehr mit morgen erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte morgen, wie erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragung und während des Tests selbst zu erfassen. Zerknittertes Papier können wir auch mitnehmen. Okay, warum auch immer. Kann man Papierfliegerbomben bauen. Brauchst nur sehr leichten Sprengstoff.
Du hast komische Papierflieger, mein Freund. Transcribe. Oder interessante Hobbys. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Mein Bruder ist also... Du sitzt im Übrigen in Rohrzange die Scheiben kaputt macht. Vergiss das nicht. Echt? Aber ich will doch nicht mit dem Mimic, oder? Will ich mit dem kämpfen? Wo war er denn? Hier war er. Ah, komm. Ah, gut. Der hatte aber nix. Nix dabei. Hier ist nix drin. Hast ja recht, wir können alles Schrott machen. Braucht hier wahrscheinlich eh keiner mehr. Sieht mir so aus. Naja. Nisch da. Ist doch nur mal ein Hinweis. Also dann nicht, dass du jetzt zurückgehen hättest müssen. So, Exit to Lobby, Skill Recorder und Stage B Control Room. Wo wollen wir denn hin? Control Room. Hört sich gut an. Da will ich hin. Das ist ein Mimic. Aber ich habe nichts zum Werfen. Ah, egal. Charge! Ja, also die sind doch handelbar. Grete Mikkelsen. Hat noch eine Rohrzange. Ihr geht's nicht mehr gut. Sieht so ein bisschen geschwollen aus, der Kopf. Habt ihr gesehen? Der wollte sich verstecken. Push. Oh. So. Gib mir das alles. Ach, du Scheiße. Das ist ein... Ich bin gar nicht geflogen. Das ist ein dämlicher... Jetzt habe ich das gecheckt. Alter Verwalter. Mann. Du solltest noch einen Kaffee trinken, echt mal. Ja, ich glaube, ich muss mir gleich einen holen, schnell. Es dauert, es ist lange Leitung. Dauert ein bisschen länger, mein Gott. Wir sind gerade, hier aufgewacht aus einem bösen Traum. Decontamination. Weg damit! Hallo. Hättest du eine Rohrzange gehabt, wäre das nicht passiert, mein Freund. Man muss auch mit der Rohrzange umgehen. What? Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. So. Ich finde das sehr interessant, die Stimme bei dir von deinem Anrufer. Wieso? Habe ich jetzt nicht... Habe ich was verpasst schon wieder? Nö. Also ich bin noch nicht so... Aber dann bei mir ist die Stimme weiblich. Aber du spielst auch einen weiblichen Charakter, oder? Ja. Oh, okay. Das sind dann wahrscheinlich wir, oder? Keine Ahnung. So, Test nächste Woche haben wir schon. Kommentar zu heute haben wir schon dringend. Ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimikry und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet.
Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seine Leiche, die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Markus Simmons. Hier ist aber auf jeden Fall auch, ne, Patricia, Evelyn, McCarthy. Vier sind in. Also was mich jetzt interessiert, der Mimic, die sind rechts, links und geradeaus gegangen, aber hier fragt mich, wo die sich versteckt haben. An der Decke entlang. Na gut, das könnte auch eine Möglichkeit sein. Spiel auf deine Art, experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, ja, ich laufe wahrscheinlich eh nur prügelnd durch die Gegend. Um Herausforderungen und Gegner zu meistern, du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach einer Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest, je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Ja, das ist gut. Wir können noch keine einzige Lösung, also wir haben ja noch keine Fähigkeiten. Du hast zurzeit schon eine Lösung. Einfach draufhauen. Pass, 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 pass und fail, fail, fail. Also, man muss anscheinend auch ein bisschen Testneuanordnung Lucia auf Beobachtung, sie Bellamy-Test zum Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte morgen von Tests. Was? Alex möchte morgen vor Tests begrüßen. Okay. Was ist Dr. Bellamy? Beziehungsweise Dr. Bellamys Büro. Wir haben eine Schlüsselkarte. Alles mal anhauen, wer weiß. So, tägliche Tests. Dr. Was? Was? Wo? Ah, ist schon tot. Alter. So, ich drück mal C. Okay, wir können uns mit dem Essen, können wir uns heilen. Ja, 95 reicht auch völlig. So, Dr. Bellamy, mittlerweile ist morgen so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gerade gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert und nicht nett? Ich habe Schäden. Haha. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keinen Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrup, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten, aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex drauf ansprechen, ja? Gut, gut. Und das war's auch schon hier. Zerknittertes Papier. Fehler. Und ich kann's nicht hacken. Das hat was wahrscheinlich mit den Neuromods zu tun. Hallo Alice, ich schicke Ihnen eine Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Der Lernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert so, wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, durch die Mod-bewirkten Veränderungen von denen normaler Erinnerungsbilder zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, dank der sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wird ihr Gehirn auf den Stand der vor der Installation zurückgesetzt. Okay. Sie wollten, dass morgens Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es im Prototyp, wenn es Prototyp Neuromods erhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden. Der auch die Wohnungssimulation, die Us haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Alles klar, also ich, das mache ich freiwillig.
mir irgendwelche Schäden antun. Aha. Wasserkühler. Lecker. So, der eigentliche Weg ist wahrscheinlich hier durch die Wartungsschleuse. Ich gehe mal da durch, weil... Explosivkanister. Das andere ist ja zu offensichtlich, durch die Tür zu gehen. Und hier gab es anscheinend noch ein bisschen... Was bist du denn? Das war ein Phantom. Teil von Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Okay, warum? Warum machst du mir Angst? So, das Bewusstseinsfeld. Die Rezeption der Bewusstseinsforschung hatte, wie alle revolutionären Forschungsabsätze innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft, eine vorhersagbare Entwicklung vollzogen. Erstens wurde sie von Skeptikern verlacht, da sie den bisherigen Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft widerspricht. Zweitens mussten die Skeptiker zugeben, dass an ihr etwas Wahres dran sein könnte. Doch sei die Beweislage mager. Drittens wurden frühere führende Forscher und noch viel wichtiger die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam. Schließlich behaupteten eben dieselben Skeptiker, die sie einst verlachten, es sei ihre Idee gewesen, mit dem Bewusstseinsfeld, alles klar. Ich check zwar noch nichts. So, das kann man anscheinend repairen. Was ist das Schräges? Ach, das war so eine gefriester Mimik. Tutorial. Viele Objekte auf der Talos 1 können repariert werden, vorausgesetzt du hast die Reparierenfähigkeit und genügend Ersatzteile. Oh, sind wir schon im All? Na gut. Um ein Objekt zu reparieren, halte G gedrückt, bis die Reparatur abgeschlossen ist. Kann ich aber nicht machen. Noch nicht. Ah, das ist meine Glue-Kanone. Alles klar. Die Transtar Glue-Kanone. Gel-Schaum-Laminierungsorganismus-Obstruktor. Setzt Ziele außer Gefecht oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Glue kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladung deaktivieren. Sobald Glue ausgehärtet ist, kannst du außerdem drauf klettern. Ja, das ist definitiv sehr, sehr viel, sehr einsetzbar hier. Jetzt muss ich mal gucken. Man kann nämlich jetzt hier überall, Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Alles wird sich ändern. Ja, bin am Überlegen, ob ich das nicht bin. Ist natürlich der einfache Weg, die loszuwerden, aber für diese Mimics brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht dieses, Du wirst die dann auch nicht los, wenn du mit der Glue-Gun auf die schießt. Sicherheitsraum. Können wir nichts machen. So, steht da irgendwas? Kann ich nicht lesen. Ne, Passwort eingeben. Gesperrt. 23. Februar steht da. Keine Ahnung, ob das irgendwas... Ne, das ist unzerstörbares Glas. Also wenn ich nach diesem flüssigen Farbstreifen dort am Rand gehe, das ist nicht mehr klar.
Oder eine Energiebarriere oder was das sein soll. So, der hier rein, wenn wir... Das heilt immer ein Lebensenergie. Ich kann ja immer schnell hingehen, solange ich mich hier umgucke, wenn es ausgelaufen ist. Oh shit, das wollte ich nicht. Verdammt. Hast du es kaputt gemacht? Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Oh mein Gott. Da kommt wer. Ich glaube, das war's, ne? Mehr kann ich hier gar nicht tun. Ist das irgendwas, was ich mitnehmen kann? Auch nicht. Hier ist ein Glaskasten. Aber da ist auch nichts drin, ne? Ah, Agavenreste kann man mitnehmen. Na dann. Das ist doch schön. Was man auch immer aus Agavenresten craften kann. Nur ein Tee ist sich bestimmt kochen oder so. Keine Ahnung. Ein Agaventee. So, hier waren aber noch irgendwelche komischen Krabbelfiechers. Skill Recording Room. Kann ich auch noch nicht rein. Naja, Quick Safen. Favoritenrad. Über das Favoritenrad kannst du schnell Waffen und Psy-Kräfte auswählen und ausrüsten. Drücke Mausrad und dann das Favoritenrad zu öffnen. Und wähle mit dem Mausrad eine Waffe aus. Ja, das ist jetzt nicht so schwierig hier. Zack und zack. So, da vorne haben wir unsere Neuromod. Ich gehe mal erst in den Restroom, oder? Ich hoffe, du hast dir dann gemerkt, wie man die benutzt, ne? Ja, ins Auge stechen. Was? Cool, Waschbecken heilt mich auch. Ist ja auch Wasser. Denn wie das so ist, man hat eine schöne tiefe Fleisch, Hunde und hilft einfach mal einen Schluck Wasser trinken. Ja. Wusstest du das nicht? Man kann hier überall trinken. Also man kann sich hier komplett immer wieder hochheilen. Du kannst theoretisch sogar in den Klos vielleicht trinken. Nee, das ist nur unappetitlich. Ja gut, anscheinend uns bleibt ja keine andere Wahl. Warte mal, hier ist noch so eine Agave. Die kann man nämlich auch pflücken. Und was ist damit? Kann ich die auch pflücken? Jo, cool. Da muss man also auch drauf achten. Ist hier noch irgendwo was? Nee, das kann man nicht pflücken. Okay. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Mann, wie aufdringlich. So, haben wir jetzt alle? Ich hoffe.